Das Wichtige an einem Video ist, dass es auf viel mehr Ebenen an Emotionen appellieren kann. Also, herzlich willkommen heute im Podcast. Ich freue mich riesig, dass er da ist, Andreas Ab. Er ist seit 15 Jahren schon im Business, hat seit 2003 schon einen Kurzfilm produziert. Er ist selber Papa. Er arbeitet in der Kommunikationsabteilung, hat da richtig viel Mehrwert gewonnen, arbeitet noch als Fotograf, war in Aschaffenburg und ist jetzt zurzeit in Mainz. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend, Andi. Wünsche ich dir auch. Guten Abend. Hi. Hi. Fangen wir direkt an. Wenn dich jemand auf der Straße trifft, der dich nicht kennt und dich fragt, sag mal, was machst du eigentlich vom Beruf? Was würdest du dem sagen? Ich würde sagen, dass ich Filmemacher bin. Filmemacher und je nachdem, wer das ist, auch noch Fotograf. Okay, cool. Du hast vorhin im Vorgespräch erzählt, das hat so in der Schule angefangen. Mhm. Wie kam es dazu? Über einen Freund tatsächlich bei mir. Also meine berufliche Prägung und auch Hobby ist ganz stark durch mein Umfeld damals bestimmt worden. Ein Freund von mir hatte schon seit Kindesbeinen mit der Kamera irgendwie kleine Filmchen gedreht. So im Jugendalter hatten wir irgendwann gesagt, okay, wir wollen noch mal einen richtigen Kurzfilm drehen. Irgendwas, was einen Anfang und ein Ende hat und auch eine Handlung. Und haben damals was für so 16-Jährige dann recht Aufwendiges konzipiert. Haben sogar eine Jugendfilmförderung bekommen. Haben einen viertelstündigen Kurzfilm dann produziert, der damals so im Fahrwasser von Matrix, was um die Jahrtausendwende extrem populär war, das Ganze halt persifliert hat. Heißt Rooftopping, wenn jemand auf YouTube ganz furchtbare Schauspielkunst von mir sehen will, kann man das auch heute noch finden. Und genau, den haben wir damals gedreht. Das war das erste Mal, dass wir uns wirklich am Riemen reißen mussten, an 4 durchgeplanten Drehtagen mit. Jeder hat eine feste Aufgabe gehabt. Wir haben natürlich alles selbst gemacht, also Schauspielerei und Kamera und sonst irgendwas. Aber halt schon mit so einem gewissen Konzept und einer Ernsthaftigkeit, das halt auch absehbar dann zu einem Schluss zu bringen. Wir hatten eine kleine Premiere, wir haben es auf Festivals eingereicht. Wir haben tatsächlich auch ein paar Jugendfilmpreise damit gewonnen. Cool. Und das war also bei mir der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt können wir nicht mehr zurück. Also im Folgejahr wurde dann der nächste Kurzfilm gedreht, in den Jahren darauf dann immer weitere. Die Projekte wurden dann teilweise auch wirklich idiotisch aufwendig und man hat sich dann so gegenseitig befeuert einfach im Freundeskreis. Ja, cool. Und dann bist du jetzt von der spielerischen, ich meine Filmfestival, ich glaube, da kommt nicht jeder Jugendliche drauf und sagt, komm, wir reichen das mal beim Filmfestival ein. Das ist ja schon ein Schritt, den man dann da geht eigentlich. Das stimmt. Ich glaube tatsächlich, auch wenn es jetzt alt klingt, dass es ein bisschen der Zeit geschuldet war. Heutzutage wäre das naheliegend, nur sofort das auf YouTube hochzuladen. Das gab es halt 2003, 2004 noch nicht. Mhm. Deswegen war da für uns schon der Schritt ziemlich nah, eigentlich es auf Festivals zu schicken. Ich weiß nicht, ich selbst wäre vielleicht auch nicht drauf gekommen, aber es gibt viele Jugendfilmfestivals. Okay. Auch im kleinen Rahmen bei uns in der Stadt gab es welche. Wir waren dann irgendwie bis zum Bayerischen Jugendfilmpreis, haben wir es geschafft damals. Und das ist, also man kann vielleicht auch dazu sagen, bei uns in der Stadt gab es so ein Jugendkulturzentrum, die hatten eine Medienwerkstatt. Die haben uns damals auch einfach ein bisschen unterstützt, die haben uns Know-how gegeben, von da konnten wir uns eine Kamera ausleihen. Und die haben auch, glaube ich, einigen Input gegeben, was man hinten raus denn mit so einem Film machen kann. Ja, cool. Also wir hatten professionelle Unterstützung. Na, wirklich cool. Also ich finde es cool, wenn jemand da ist und dir sagt, wie es geht und wie es läuft. Auf jeden Fall. Also ich hatte mich dann später selbst in dieser Medienwerkstatt auch engagiert, weil das... ja, also gerade als Anfänger irgendwie, das Witzige beim Filmemachen ist ja, ich glaube von Hitchcock gibt es dieses Zitat, das Filmemachen ist das Einzige, wo jeder glaubt schon Meister zu sein, bevor er die Ausbildung begonnen hat. Ja. Also wir dachten damals natürlich auch, wir kennen alle Filme, wir können das doch, wir wissen ja, was wir wollen und das ist halt dann super gut, wenn man Leute hat, die einem ein bisschen zeigen, okay, wie es wirklich geht, weil steckt ja doch mehr dahinter. Einiges. Ja, das, was man am Ende sieht, ist ja nicht das, was gelaufen ist. Das ist ja einiges dazwischen. Ja, ja, cool. Wann wurde es denn bei dir genau professionell? Also wann kam denn der Sprung von ich mache mal ein bisschen was zu, jetzt gehe ich in die Profiliga? Also tatsächlich noch zu Schulzeiten war ich der festen Überzeugung, dass ich mal Schauspieler werde. Okay. hatte das auch wirklich, hatte mich nach Schauspielschulen und so weiter umgeschaut. Ich bin ganz froh, dass ich es dann im Endeffekt aber nicht gemacht hatte. Ich bin nach meinem Zivildienst über ein Praktikum in eine TV-Redaktion reingerutscht. Hatte das gar nicht vorgehabt. Ich wollte eigentlich nur ein paar Wochen überbrücken, weil ich meine Studienbewerbung schon abgeschickt hatte. Mir hat aber das Redakteursdasein dann irgendwie vom wirklich Fleck weg super gut gefallen. Ich hatte damals einen Redaktionsleiter, der sich wirklich auch stark für mich eingesetzt hat, der sich bei der Studioleitung eingesetzt hat, dass für mich eine Volontariatsstelle geschaffen wurde, also quasi so das... Nur die redaktionelle Ausbildung ist das ja in dem Bereich, obwohl das eigentlich für Nichtstudierte gar nicht vorgesehen wäre.
Und auf die Weise, ja, 2007 war das dann, bin ich eben in Redaktionsvolontariat reingerutscht, habe 2 Jahre lang TV-Nachrichten gemacht, mit allem, was dazugehört, inhaltlich, redaktionell, aber auch technisch, das ganze Kamerazeug gelernt, habe bei den Mediengestaltern immer rumgelungert, um irgendwie von denen alles zu lernen. Hinter der Kamera war das dann alles, oder? Die Hauptarbeit war hinter der Kamera, ja, ich hatte aber auch, also das gehört auch einfach dazu, ich hatte 2 Jahre Sprecherziehung, weil man ja auch für TV und Radio einfach dann die Beiträge spricht, hatte eine Zeit lang auch Performance- und Moderationscoaching, Cool. was mir damals nicht so zugesagt hatte, weil ich einfach meine Rolle schon eher hinter der Kamera gesehen hatte. Vor allem, ich war halt damals so 22, 23, und eben im Nachrichtenbereich, wo es dann um Wirtschaftsformate und so weiter ging, das war einfach für mich noch nicht die Welt, um da vor der Kamera zu Ja agieren. gut, Also, das ist ja auch sehr trocken, ja. Das ist ja, und einfach, also ich würde sagen, in dem Alter hat man einfach nicht das Standing, um da dann irgendwie seriös. Also es gibt ein paar Aufsager, wo ich irgendwie einmal von einem Mordfall vor Gericht oder sowas dann vor der Kamera berichtet hatte, aber es hat rückblickend, es ist wahrscheinlich eher kurios, einfach aufgrund des Alters halt. Ja. Was machen denn deiner Meinung nach so Videos so besonders? Was Videos besonders, oh, sehr gute Frage. Da ich ja doch häufig in der Situation bin, das auch meinen Kunden erklären zu müssen, warum sie Videos machen. Nein, ich finde, das Wichtige an einem Video ist, dass es auf viel mehr Ebenen an Emotionen appellieren kann. Also wenn ich Text habe, um zum Beispiel jetzt so ein bisschen in der Kommunikationswelt zu bleiben, ne, der bedient irgendwo mein Hirn, der kann gut formuliert sein, vielleicht auch ein bisschen meine Gefühle, aber ein Video, das arbeitet mit Musik. Das arbeitet mit Schnitt, mit Dramaturgie, mit Tempo. Das kann auf so vielen Ebenen einfach Einfluss auf meine emotionale Haltung nehmen. Und ich denke, das Gute an einem Video ist, dass es sozusagen über diese emotionale Ebene, auch auf dieser Ebene mich einfängt. Und wenn wir jetzt halt im Businessbereich sind, will ich auch mal eine Botschaft mitgeben. Und die geht halt viel besser an einen ran, wenn man sozusagen erstmal emotional sich irgendeiner Sache öffnet. Also ich denke, dass das Ansprechen, auch das, schon auch das Manipulieren von Emotionen, das Erzählen von Geschichten, weil auch hier man hat mehr Handwerkszeug als zum Beispiel ein reiner Autor, um eine Geschichte zu erzählen. Also ich glaube, diese Mischung aus so vielfältigen gestalterischen, handwerklichen Mitteln und halt eben diese starke Arbeit mit Emotionen. Man hört ja ganz klar raus, du hast echt Ahnung. Wie gesagt, du machst das ja schon ein paar Jahre und erzählst auch den Kunden, was Video so wichtig ist. Wie bildest du dich denn persönlich weiter, um immer am Ball zu bleiben? Diese Videowelt, die ändert sich ja auch ständig. Gibt es da irgendwelche Weiterbildungsmaßnahmen, die du machst? YouTube. Okay. Ja, also vielfältig. Zum einen zum Beispiel bestimmte Grundlagen habe ich einfach gelernt. Also ich habe halt irgendwie Schneiden auf Avid gelernt oder sowas. Ich habe tatsächlich so im ersten Jahrzehnt der 2000er auch noch Workflows mit Band und sowas gelernt. Dann ich habe 3 Jahre studiert, medienspezifisches Studium, also Mediendesign heißt es, aber mit Schwerpunkt Filmproduktion. Da habe ich viel Theorie, könnte man sagen, gelernt. Ich glaube, gerade so ein bisschen, wenn man im Studium drin steckt, dann erwacht irgendwann der Anspruch, dass man auch aus sich selbst heraus bestimmte Dinge besser verstehen will. Also ich habe dann angefangen, man versucht Filme anders zu gucken, man versucht analytischer an sowas ranzugehen. Das macht viel aus. Aber ja, ich würde sagen, dadurch, dass halt einfach schon aus mir heraus so ein großer Antrieb vorhanden war, weil ich würde sagen, mein Job ist gleichzeitig mein größtes Hobby. Also ich stecke einfach Privatzeit rein. Ich lese hier und da mal ein Buch drüber. Ich habe jetzt vor 3 Tagen oder so, glaube ich, mir einen kostenpflichtigen Kurs rund um Lichtsetzungen gekauft, so einen Videokurs, weil das einfach nochmal sehr viel umfangreicher ist, als ich es irgendwie auf YouTube oder so gefunden habe. Also ich mache öfter mal Schulungen, auch von der Arbeit aus. Und deswegen habe ich es eingangs gesagt, also ich finde, YouTube ist tatsächlich ein unfassbar gutes Lehrmedium, weil du kannst das komplette Handwerk, zumindest in der Theorie, mittlerweile auf YouTube lernen. Also es ist eine gewaltige Lernplattform. Natürlich auch auf meinem Kanal. Aber also halt generell, ich finde, es gibt wirklich viel wertvollen Content auf YouTube. Es gibt viel Mist, aber sehr viel Wertvolles. Ja, gibt auch sehr viel Mist, das stimmt. Ja, das ist so. Nein, ich finde deinen Kanal, da bin ich ja halt überhaupt auf dich aufmerksam geworden. Du hast das sehr schön strukturiert. Man merkt sofort, das ist nicht irgendwie so Wischiwaschi-Kram, sondern du legst da viel Liebe und viel Arbeit rein. Und Dankeschön. das kommt wirklich sehr, sehr gut rüber. Du hast vorhin kurz angeschnitten, Storytelling, Dramaturgie. Was macht denn deiner Meinung nach so ein Video so unvergesslich, dass es auch im Kopf bleibt? Ui, das ist eine große Frage.
Puh, ich glaube, das kann man nicht mit, ich glaube, das kann man nicht mit einer Sache beantworten. Ich glaube, Video kann ja so vielfältig wie die Genres ganz verschiedene Dinge haben, die bei einem hängen bleiben. Also zum Beispiel ein Video, es gibt Videos, die sind jetzt vielleicht von der Story nicht mal besonders toll, aber die haben irgendwie einen Schauspieler, der so eine Ausstrahlung, so ein Charisma hat oder so, dass das bei einem hängen bleibt. Es gibt Videos, die natürlich dann mit den ganz großen Emotionen arbeiten. Das ist ja seit Jahren so im Trend. Irgendwie jedes Jahr zu Weihnachten bringen jetzt irgendwie Edeka und Lidl ihre mehrminütigen Weihnachtsspots raus, die wirklich ganz große Emotionen bringen und so. Auch so eine Art von Storytelling, wie man es zum Beispiel im Werbebereich bisher noch nicht hatte. Ich glaube, wenn man sagen würde, was wirklich ein großes Video ausmacht, dann ist es vielleicht so die Perfektion aller Künste, also hervorragende Gestaltung, hervorragende Idee, hervorragendes Skript. Aber ich glaube, in dem Bereich kann es auch wirklich schon irgendwie nur eine einzelne Disziplin sein, die hervorragend ist. Also ich kenne viele gute Videos auf YouTube, die ich mir angeschaut habe, wo zum Beispiel jemand einfach hervorragend irgendwas erklärt. Die müssen technisch nicht toll sein. Die können vielleicht total trivial sein und Tonfehler haben, aber ich würde dann trotzdem sagen, das ist ein sehr gutes Video, weil eine bestimmte Disziplin halt wirklich gemeistert wurde. Das nächste große Thema: Ausrüstung, Workflow. Mit welcher Ausrüstung hast du angefangen? Unseren allerersten Kurzfilm haben wir mit einer Canon XM2 gedreht. Ich habe neulich nochmal nachgeschaut. Eine Mini-DV-Kamera. Kann man jetzt googeln, XM2 hat so eine Mini-DV-Kamera halt. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Nur die ersten Filmprojekte waren alle auf Mini-DV. Ich hatte mir auch damals selbst einen Camcorder gekauft. Falls es jemand nicht weiß und zuguckt, der etwas jünger sein sollte, das ist doch Magnetband. Das ist ohne Speicherkarten. Genau, das sind kleine Kassetten, die steckt man rein und Genau. dann ja, muss man die auch in Echtzeit wieder einspielen in den Rechner. Aber Ja. es wurde schon am Computer geschnitten. Ja, das habe ich früher auch gemacht. Das ist mega Arbeit gewesen, unvorstellbarer Aufwand, den kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Genau, aber ich habe es damals fürs Coolste gehalten, was es gibt. Programme. Du hast gesagt, du hast angefangen mit Avid zu schneiden. Du hast auch vorhin im Video auch erzählt, Premiere Pro ist so dein Baby. Warst du schon mal bei Final Cut oder? Ja, tatsächlich nur ganz kurz. Im Studium hatte ich mit Final Cut Berührung, weil ich bin PC-Kind. Also ich hatte nie einen Mac, auch wenn es hier einer steht. Das ist streng genommen mein Arbeits-Mac. Ich bin deswegen so die privat war ich immer bei Premiere, beruflich dann eben Avid, Final Cut mal touchiert im Studium. War nicht so meine Welt, aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich war nie tief genug drin, um mir da wirklich ein Urteil bilden zu können. Bin eigentlich lange Zeit einfach aus Gewohnheit und Komfort bei Premiere geblieben. Und jetzt im letzten Jahr, weil mich immer mehr Sachen an Premiere einfach so performanceseitig genervt haben, wollte ich unbedingt mit DaVinci Resolve mal anfangen. Und habe mich da mittlerweile, habe da sehr, sehr viel Zeit rein versenkt, habe 2 Tage so einen fortgeschrittenen Grading-Kurs gemacht, um da reinzukommen. Und ja, also jetzt im letzten Video hatte ich es ja auch gesagt bei mir, dass so zum Beispiel YouTube mache ich komplett auf DaVinci. Bei der Arbeit kommt drauf an, wir haben halt in der ganzen Firma Adobe-Sachen, das kriegt man jetzt nicht so schnell raus, aber setze ich auch schon für einige Projekte DaVinci Resolve ein. Ja, ich habe viel gehört, zum Beispiel Da Vinci ist nicht so toll im Schneiden, also im Editing-Bereich soll das nicht so der Hit sein, weil es ja eigentlich auch Color Grading-Software ist und Premiere hat ja auch diesen Color Grading-Dings mit dran und das soll halt hinterher, wenn man es rausrendert, auch nicht so der Hit sein, wenn man die Sachen vergleicht im Color Grading-Bereich. Ich glaube, es kommt wahrscheinlich immer darauf an, was man selbst kann. Dann kann man mit allem gute Ergebnisse erzielen. Ich finde tatsächlich so von meiner Erfahrung, dass DaVinci im Editing-Bereich echt gut ist. Also ich kenne es halt jetzt so wirklich intensiv erst seit einem Dreivierteljahr. Ich weiß nicht so ganz, wie die Schritte davor waren. Aber es gibt schon ein paar Sachen, die mir besser gefallen als bei Premiere. Ein paar Sachen sind bei Premiere momentan besser. Der Grading-Bereich in DaVinci ist halt echt Mega, klasse. Also der ja. ist richtig umfangreich und da gibt es auch wirklich ein paar Sachen, wo ich sagen würde, die kriege ich so in Premiere nicht hin. Das ist so, ja. Heißt nicht, dass man in Premiere nicht auch gute Sachen hinkriegen kann, aber auch basiert also durch diesen Node-basierten Workflow, der ermöglicht ein paar Sachen, die würde ich so mit Premiere nicht hinkriegen. Cool. Gibt es auf deiner Liste noch irgendwas, was du dir kaufen möchtest jetzt demnächst, oder sagst du, nein, ich leihe mir Dauernd. aus? Nur. Nur. Was Ich ist habe denn auf Platz 1 voll momentan? dieses Tech-Acquire-Syndrom. Okay. Muss mich immer selbst zurückhalten, dass ich nicht kaufe, kaufe, kaufe. Also ich bin ja einer derjenigen, der echt gerne Sony mal in den Arsch treten würde, dass die endlich mal ihre A7S 3, 4, was auch immer rausbringen. Weil ich hätte sehr, sehr gerne mal eine kompakte, spiegellose Kamera mit einem besseren Codec, als es die A7 III hat. Also man kann sehr gut damit arbeiten, aber es gibt halt auch so Punkte, wo ich echt gerne was Besseres hätte. Ansonsten, was ist denn ganz oben auf meiner
meine Liste. Tatsächlich habe ich jetzt bedingt durch die Regelmäßigkeit, die ich halt jetzt YouTube-Videos mache, festgestellt, dass es so gewisse Dinge gibt, die einfach praktisch sind. Das sind nicht mal große Sachen. Ein Galgenstativ zum Beispiel habe ich mich jetzt irgendwie, hätte ich gerne öfter mal gehabt, ist gerade auf meiner Einkaufsliste drauf. Oder ein Ultraweitwinkel habe ich eigentlich noch nicht jetzt für den E-Mount. Das sind jetzt aber alles keine riesigen Sachen. Ich finde diesen neuen Trend, es gibt ja mittlerweile LED-Lichtmatten, also das sind quasi wie LED-Lichter, aber große, ausrollbare, faltbare Matten, die sind super, weil die kannst du überall anbringen und die kannst du auch irgendwie leicht über dich hängen an einem Galgen, ohne dass die jetzt wirklich nennenswertes Gewicht hätten. Da hätte ich zum Beispiel super viele Ideen, wie man sowas nutzen kann. Also gerade Licht finde ich halt immer spannend. Ich könnte mich tot kaufen bei Licht. Wie erreichst du denn, hast du so ein paar Tipps und Tricks für mehr Effizienz und Effektivität, dass du schneller bist? Also du hast ja schon gelernt beim Fernsehen, dass du schneller sein musst. Hast du da irgendwelche Tricks? Ja, heutzutage würde ich sagen, der wichtigste Tipp, den ich nur geben kann, ist Handy weglegen. Also ich merke das selbst bei mir total oft, wenn ich irgendwie am Schreibtisch sitze und das Handy liegt nebendran, wie sehr einen das immer wieder rausreißt aus der Arbeit. Man guckt kurz drauf und also das ist wirklich ein mega Produktivitätskiller. Ansonsten kann ich eigentlich jedem nur raten, sich ans Thema Shortcuts ranzuwagen, weil es wirklich, ich glaube, den größten Effizienzgewinn beim Schneiden kriegt man wirklich dadurch, dass man lernt, Aktionen, die man halt mit der Maus ausführt, über die Shortcuts zu machen. Da kann man so viel Zeit sparen. Ja, das ist ansonsten, ich glaube, Struktur ist immer gut. Also was ich zum Beispiel mache, ist, wenn ich, mal angenommen, wir haben irgendwie einen Dreh, man geht raus, man dreht irgendwie Schnittbilder, ein bisschen Footage, man macht O-Töne, Interviews und so weiter. Dann gehe ich meistens hin, sortiere mir erstmal alle meine O-Töne in die Timeline, schmeiße es raus, was schon mal technisch unzulänglich ist, sodass ich nur noch das habe und dann schiebe ich mir irgendwie die besten O-Töne, die mir gefallen, irgendwie hin und her und baue sozusagen da mein inhaltliches Grundgerüst. Und dann habe ich schon einen halben Film und fülle die Lücken nur noch mit Schnittbildern oder sowas. Das ist so zum Beispiel eine Art, wie man an so ein typisches Corporate-Video rangehen kann. Es gibt Leute, die arbeiten sehr viel mit Ordnern, die sortieren sich zum Beispiel ihr Material thematisch immer im Programm in Ordner ein. Mhm. Also ich bin da nicht ganz so extrem, aber ich finde zum Beispiel auch die Arbeit mit Ordnern extrem wichtig. Ich kann es gar nicht haben, wenn irgendwie Audio und Grafik und Footage oder so wild durcheinander fliegt. Also auch so ein bisschen Ordnung und Übersicht bei sich reinbringen kann sehr viel Effizienz bringen. Aber ja, also ich würde sagen so Shortcuts und zu wissen, wo man hin will, das bringt auf jeden Fall und vielleicht auch Dinge in der richtigen Reihenfolge angehen. Ich bin zum Beispiel so jemand, wenn ich irgendwas gedreht habe, was cool aussieht, dann schmeiße ich mir meistens einen Clip in die Timeline, will den gleich mal kolorieren, um zu gucken, auf was für einen geilen Look ich hinterher kommen kann. Ist total dämlich, mit koloriertem Material zu arbeiten, weil es bremst den Rechner extrem aus. Ich mache es trotzdem manchmal. Also auch das ist sowas. Einen klaren Workflow, erstmal einen Rough Cut machen, also einen Rohschnitt. Zu gucken, wie ist der danach erst hinzugehen mit der Musik zum Beispiel, weil sonst hat man vielleicht die schon angepasst, muss wieder was am Schnitt ändern, musste die Musik wieder anpassen. Also da so ein bisschen so eine logische Didaktik reinbringen. Sich dazu zu zwingen, das bringt auch viel. Ja, das Zwingen, ja, du sagst genau das Richtige, genau. Dass man sich zwingen muss. Es ist halt auch Arbeit, es macht Spaß, genau. Aber wenn man effizient sein will, ist es auch ein Stück weit Arbeit. Ja. Deine drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Zeitmanagement, alle Eventualitäten vorbereiten und richtig Lust drauf haben. In 5 Jahren werden Videos? Nicht so viel anders sein als heute. Wahrscheinlich höhere Auflösungen, aber weder werden sie 360 Grad sein, noch werden sie irgendwie VR oder 3D oder sonst was sein. Wahrscheinlich werden sie einfach noch komprimierter und kürzer sein.